Servus. Und Grüße. Wieder zurück hier zum neuen Podcast. Warte mal, ich muss mich schnell mal schauen. Ich muss im Game ein bisschen hochdrehen, sorry. Läuft, oder? Läuft. Läuft schon. Hallo. Ja, passt schon. Ja, was geht ab, Peoples? Was geht ab, Party Peoples? Wir sind heute am Start. Und wie wir es in dem letzten Podcast schon angekündigt haben, man sieht es auch, der ist nicht lange her. Also es ist direkt danach aufgenommen. Wie schon angekündigt, werden wir jetzt mal ein bisschen auf dein Album eingehen, weil, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir auch schon gesagt, es ist ein großes Projekt gewesen. Insgesamt fast 2 Jahre hast du dafür gebraucht, beziehungsweise war der ganze Prozess. Ja, Mann. Aber jetzt ist es endlich draußen, Alter, und ich freue mich. Genau. Ich bin gespannt auf die Folge, weil ich würde gern sehr ausführlich über die EP reden. Ja. Also, um es nochmal einzufangen, fast 2 Jahre. Kannst du es irgendwann beschreiben, wann ist die Idee gekommen, wann war der erste, die Quintessenz, hey, ich mach mal eine EP und sowas? Also kurz nachdem, eigentlich ist, also auf der EP ist auch eine Single irgendwie draußen, die wo gar nicht so eigentlich aus Single verkauft wird, aber die eigentlich der älteste Song auf dem Album, Wie ich bin zu existieren. Und wo ich den Song damals schon rausgebracht habe, aber auf eine andere Qualität und neu, also ich habe den auch neu aufgenommen und so weiter. Trotzdem existiert er noch auf Spotify. Da habe ich mir dann irgendwann so gedacht, also ich mache jetzt Musik, ist schön, so ist schönes Hobbymäßig so empfunden, aber irgendwie braucht doch jeder Rapper eine EP, habe ich mir damals gedacht. Weißt du, ich will eine EP. Ich habe damals immer, ich bin immer durch die Gegend mit dem Fahrrad gefahren und habe Kopfhörer und habe mir irgendwelche Alben reingezogen von weiß Gott wem, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, ich will das auch machen, weil ich habe da immer diesen Sound raushören können und ich habe mir gedacht, ich will meinen eigenen Sound kreieren, meinen Charakter hervorheben, wer ich bin, ich will mich vorstellen in der Szene quasi, ich will zeigen, wer ich bin. Und dann habe ich mir gedacht, ich will ein Album und ich wollte auch auf meinem Spotify und überall sehen, ich habe jetzt ein Album gemacht, weißt du? Und das erste Mal, ich weiß noch, ich bin mit einem alten Kollegen auf meinem Balkon gestanden und ich habe ihm das da so erzählt und ich meinte so, danke dir. Und ich meinte so, ja, ich habe jetzt vor, ein Album zu machen. Ich will unbedingt jetzt mal was Gescheites auf die Beine stellen. Ich will mich da reinhängen. Und ich weiß noch an dem Tag, da ist das erste Bild entstanden fürs Cover von einem Album. Und da habe ich mir, also das steht auch gar nicht, das Bild hat sich geändert. Es war ein altes Bild. Und ich weiß noch, ich bin in diesem Zimmer gesessen, wo das Bild gemacht wurde. Ich habe einen Joint geraucht. Und der Kollege hat das Bild gemacht und ich habe mir gedacht, Digga, das ist wie das ist ein Wirtshaus für Bekiffte hier. Mhm. Weißt du? Okay. Und dann hat er mich so angeschaut mit solchen Augen, ich so, ja, das mal. Und seitdem ist es gestanden und dann habe ich mich richtig auf die Arbeit reingelegt. Gleich hat er dann mal wieder kurze Pausen, kurze Blockaden, kurzen privaten Scheiß, der ziemlich reingefickt hat. So. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich ein Prozess von bestimmt 1,5 Jahren. So, ich habe gleich am Anfang habe ich quasi gewusst, wie ich das nennen werde. Mhm. Und ich wusste auch, wie ich meine Figur verkaufen will und wie ich das rausbringen will, wie ich mich in die Szene quasi vorstellen will. Mhm. Mit meiner eigenen Art, die ich versuche in diesem Album rauszuentwickeln. Okay. Zu vorbringen quasi. Und warum das dann so lange gedauert hat, hast du schon gesagt, so mäßig mit deinen Songs, die dir dann nicht getaugt haben, aber was hat dir dann daran nicht getaugt, wenn du ja eh schon wusstest, wie du das Ganze vermarkten willst? Also wie, du wusstest ja irgendwie, wenn du weißt, Wirtshaus für Bekiffte, du hast ja gesagt jetzt, ich weiß, wie ich die Kunstfigur rüberbringen will. Was waren dann so Punkte, wo du gesagt hast, ey, den Song muss ich jetzt wechseln oder weißt du, was ich meine? Ich sag dir ganz ehrlich, das waren Einflüsse. Ich mache Songs von Einflüssen heraus, weißt du, ich was passiert, das schreibe ich aufgefühlt, weil es ist einfach oldschool, so, weil so, finde ich, macht man am besten Musik, zumindest zum Teil. Mhm. Und irgendwann gab es halt dann, ja, wie gesagt, diesen privaten Scheiß und dann kamen Songs, die nicht rauskamen sind, aber die, wo ich geschrieben habe, aufgenommen, auch abgemischt zum Teil schon habe, also fertige Songs, die wo ich einfach rumliegen habe, die wo ich mir gedacht habe, das passt nicht da drauf, das passt nicht zu dem, was ich eigentlich sein will und hervorbringen will, nicht mein Charakter, weißt du. Okay. Dann direkt die Frage, was ist denn das, was du rüberbringen willst? Ich meine, Wirtshaus für Bekiffte ist ja irgendwo schon eine Aussage, aber irgendwie auch keine, weißt du? Ich meine, also was ist die Künstlerfigur, die du dir da vorgestellt hast zu sein? Weißt du, ich meine, was also ich bin dir ganz ehrlich, ich kann dir jetzt nicht direkt antworten, was die Künstlerfigur dahinter ist. Ich kann nur so viel sagen, dass es quasi, das ist aus, wie soll ich sagen,
Ein Wirtshaus für Bekiffte. Das ist ja quasi genau das Gegenteil, was man, da wo ich herkomme, aus dem tiefsten Bayern, niemals hören wird. Und da hört man immer nur Wirtshaus, Sauferei etc. Und ich stehe halt voll drauf, dieser Szene ein bisschen gegenzupissen, weißt du. Und da habe ich mir gedacht, als einfach auf die Schnauze, das ist mein Wirtshaus und das ist für Bekiffte, weißt du. Mhm. Das ist mein Wirtshaus hier, so wie ich es zeigen will. Ich liebe diesen bayerischen Akzent, muss ich an der Stelle sagen. Das Album ist nicht bayerisch, für die, die es noch nicht gehört haben. Kurze Warnung. Aber trotzdem, das bin ich, so bin ich geboren, weißt du, ich bin so aufgewachsen, ich habe diese Mentalität irgendwie auch in mir drin, dieses Bayerische, aber ich feiere halt leider sehr viele Sachen nicht, die wohl in diesem Bundesstaat passieren. So, da können wir uns jetzt 1000 Sachen überlegen, es gibt so viele Dinge, die wohl mich leider an meiner Heimat stören. Deswegen habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ich kreiere mein eigenes Bayern. Also, das ist das Bayern, so wie ich es haben will, weißt du, so ein Wirtshaus für Bekiffte, ihr Wichser. Also das, was du aussagen wolltest, ist irgendwo provozieren mit diesen Vorurteilen, beziehungsweise ja doch Vorurteile, und einfach ja rebellisch oder provozierend, rebellisch, aber auch vor allen Dingen sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr emotional. Ja, ich wollte nämlich auch sagen, sowas wie der Intro-Song oder ja, der Intro-Song ist eigentlich eh schon am besten, das mit Mandala, weißt du, ich meine, das ist eh so ein bisschen mehr. Also mehr emotional, weißt du, man, deswegen hätte ich gesagt, dass nur anpissen und nur dieses Rebellische kommt. Das ist gar nicht. Also natürlich ist es zum großen Teil in dem Album vertreten, weil das auch einfach eine geile Art ist, Mucke zu machen, finde ich. Und wie gesagt, schon mit den Aussagen davor auch das rüberbringen will. Aber natürlich ist es nicht nur das. Also gerade die ersten zwei Songs, auch vor dem Intro-Song, vor Mandala, da ist ja der erste Song, ist ja eigentlich Wirtshaus. Und der ist halt wirklich, der ist nur ein Instrumental quasi, wo ich mit Samples gearbeitet habe. Also, es ist eigentlich von Grund auf nur gesampled. Das ist alles von mir selber auch entstanden mäßig. Und das ist halt einfach nur diese Liebe zur Musik, die, wo ich vor allem auch in dieser, jetzt auch immer noch, aber vor allem auch in dieser Zeit richtig das erste Mal gespürt habe. Dieses Dasitzen, irgendwann um 3 auf Nacht sitze ich da vom Rechner und spiele irgendwelche Drumkits ein, weißt du? Und einfach dieses Verliebtsein, jetzt kannst du dir vorstellen, wie Dr. Dre in Straight Outta Compton in der ersten Szene, weißt du? Einfach schön lay back, schön was auflegen und das kommt von mir selber, weißt du? Das will ich auf jeden Fall auch. Also ich bin plattenverliebt, ich liebe Vinyl, ich habe auch einen Plattenspieler zu Hause und bin auch von meinem Opa auch damit irgendwie auch groß geworden. Habe mich dann irgendwann später noch viel mehr in Platten und Vinyl verliebt. Und das wollte ich auch ein bisschen rüberbringen, weißt du? Alter, Entschuldigung. Ich muss da anzünden. Also. Ja, safe. Nee, ich finde, das kommt auch rüber. Also man sieht auch, gerade auch, du hast gesagt, mit diesem nur Instrumental am Anfang, da sieht man auch irgendwo diese Verliebtheit. Und dass du auch, also Hut ab immer noch mit diesem, dass du so viel selber produziert hast für das Album. Das ist ja wirklich was, wo ganz viele nicht können. Und ja, also auf jeden Fall stabiles Ding. Was sagst du jetzt so? Bist du zufrieden, so wie es jetzt draußen ist? Also zufrieden, wenn ich zufrieden wäre, dann würde ich mir jetzt zurücklegen und da gar nichts mehr tun. Also ich bin zufrieden, dass es draußen ist und dass ich jetzt mal einen Schritt gemacht habe. Aber anders formuliert, würdest du, wenn du es jetzt machen, ändern könntest, würdest du jetzt noch was ändern? Nee, auf keinen Fall. Ändern würde ich nie was. Ich bin auf alles, was ich gemacht habe, nicht unbedingt immer stolz, aber das hat mich schließlich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin, und das ist genau richtig so. Und das spiegelt sich 1:1 in der Musik wieder. Also das ist meine Lebenseinstellung mittlerweile und auch die Einstellung für die Musik. So, ich habe dummen Scheiß gedroppt, so mäßig, der wo mir jetzt überhaupt nicht mehr gefällt, und wenn ich mir den anhören will, würde ich mir denken, what the fuck? So, aber es ist meine Musik und da stehe ich gerade dafür, weißt du? Und genau wegen diesen Einflüssen will ich meinen Charakter formen, und ich glaube, da bin ich sehr einen großen Schritt näher gekommen mit dem Projekt, weil ich da auch richtig gemerkt habe, ich habe jetzt mal das gefunden, was mir richtig Spaß macht und wo ich richtig was draus machen kann. Und deswegen ist das Album so geworden und hat es auch diesen Titel, der wo sehr, sag ich mal, der kommt nicht von irgendwo her, weißt du? Der hat schon sehr, sehr tiefe Bedeutungen, und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und es wird mir bestimmt irgendwie in paar Jahren, bin ich mir sicher, dass mir das ein oder andere und immer mehr Sachen einfallen, so muss ich sagen, die, wo ich ändern hätte würden, oder wenn ich die Chance dazu, würde ich es auch machen, aber ich bin so zufrieden, wie es gedroppt ist, immer, nice. Bei jedem einzelnen Song, wo ich droppe, allein aus diesem Punkt, weil es mich weiterbringt für den nächsten. Safe.
ist auch wichtig. Also kannst du nochmal sagen, ist ein stabiles Ding und kannst du auf jeden Fall stolz sein. Okay. So mit Videos, wir haben ja unser Feature haben wir ja mit dem Video gedreht. Was sagst du da? Das war irgendwo für dich jetzt dann doch wieder Neuland. Nicht, dass man vor der Kamera steht, aber dass jetzt mal so das erste Video steht. Wie war das so für dich? Weil ich meine, ist ja Fakt mittlerweile, dass du nicht einfach nur Mucke produzieren kannst. Du musst irgendwie audiovisuell irgendwas von dir geben, ob das jetzt Shorts sind, ob das Musikvideo ist, ob das irgendwas ist. Also dementsprechend ist es halt schon ein Schritt, den man vielleicht als zuerst, wenn man denkt, ah, ich mache Mucke, so ein bisschen übersieht. Dementsprechend, also wie bist du da umgegangen? Wie war das? Also, ich sag dir ehrlich, so dieses Direkte, dieses Authentische, das war schon krass für mich. Also ich habe wirklich... Aber wie meinst du jetzt? Vor der Kamera zu stehen. Also ich bin es vom Podcast und so gewohnt, aber ich habe noch nie in einem Musikvideo vor der Kamera performt und gerappt. So, und du warst im Mittelpunkt, meinst du jetzt? Was? Und so, und du warst im Mittelpunkt, also dein... Ja, genau, genau. Okay, ja. Das hatte ich noch nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, das hat mir auch wirklich so... Ich habe da sehr oft auch tatsächlich gezweifelt dran, so mäßig. Boah, ist das das Richtige? Warum genau der Song? Aber fuck, genau das ist das Richtige, weil genau der Song ist auch eine Idee heraus entstanden, wo ich mir gedacht habe, das waren meine ersten richtigen Schritte so mäßig von Hip-Hop oder wie ich selber Musik gemacht habe. Mhm. Also will ich so ein Album, also so einen Song auf dem Album haben, weißt du? Wer es nicht weiß, wir haben ganz früher mal so ähnliche Sachen auf diesem Style miteinander gemacht. Das waren dann quasi die ersten Anfänge überhaupt von der Musik mäßig, weißt du? Und sowas fand ich voll geil und deswegen wollte ich so einen coolen in die Fresse Partybanger. Und das Geilste überhaupt war dann noch, das ist der zweite Part von einem quasi ersten offiziellen Song von mir und das ist Fünfte Übel. So, und das ist jetzt der zweite Teil. Und es hat wie die Faust aufs Auge gepasst und bei diesem Zusammenhang. Und deswegen dachte ich, das ist der letzte Song, der perfekte Abschluss für das Ganze, also für die ganze EP. Voll, ja. Ja, ich finde es, also im Vergleich zu den anderen Songs auf jeden Fall rausstechend. Ja. Aber du hast es gerade sehr gut begründet und es passt auf jeden Fall auch gut. Also, ja, man, ist schon sehr nice. Aber ja, das mit dem Video ist halt so für viele dann Neuland. War es ja für dich auch, ne? Auf jeden Fall, ja. Aber ja, hat richtig Spaß gemacht, also ja, das diese Szenen drehen und überlegen, was man machen kann, was wird am besten passen, dieses Zusammensitzen und überlegen und das dann in die Tat umsetzen, war halt voll geil. Und wo ich dann, du hast das Video auch geschnitten an der Stelle, wo ich das dann mal gesehen habe, auch nur in Roh, dachte ich mir, fuck, schaut das geil aus, weißt du, und natürlich schaut es immer irgendwie cool aus, wenn man von sich selber was sieht, aber das ist schon was Besonderes. Wir haben da saucoole Szenen drin, jeder, der es noch nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen. Es ist ein wirklich verdammt geiles Video geworden, Musikvideo geworden und ich bin wirklich richtig stolz auf diese Sache, die wir auf die Beine gestellt haben da. Genau, ein perfekter Abschluss für die EP, 100%. Ja. Sehr nice, ja. Ja, Bro, wie kannst du jetzt diese zwei Jahre so ein bisschen einfangen? Wie kannst du jetzt sagen, dass jetzt, wie kannst du jetzt zum Beispiel, was passiert ist, oder kannst du ein Beispiel nennen, was passiert ist, wie du das jetzt in dem Album, bei welchem Song oder wie auch immer verarbeitet hast, weißt? Weil gerade bei so einem langen Prozess, dann ist ja auch sehr viel Emotionen drin, sehr viel Geschichten, die du damit verbindest oder erzählen willst. Also das würde mich halt schon irgendwo interessieren. Weil wenn es jetzt so ein 3 oder 4 Monate hingeschissenes EP ist, so dann ich frag dich nach der Tiefe, dann wird da nicht viel kommen, aber ich denke schon, dass da viel auszusetzen war oder viel, was das beeinflusst hat. Und deswegen, ja. Auf jeden Fall. Also ich sehe das sowieso, wenn ich Musik mache, wenn ich einen Text schreibe auf einem Beat, der mir gerade passt, dann ist es sowieso ein Filter, wo ich für alles anwenden kann, das, wo mir irgendwie auf die Nerven geht, was mich mitnimmt, was mich fertig macht des Todes. Das ist alles ein Filter, den ich da durchschieben kann. Und wenn ich das hinschreibe und das passt dann noch und es schön anhört, dann ist es perfekt. Weißt du, und genau der Punkt, den du auch meintest, einfach diese Emotionen, die wo in diesem Album stehen. Wie gesagt, ich habe da wirklich saulange drauf hingearbeitet, bis es fertig war. Das waren so viele Sachen, die ich aufgestaut habe, über viele Jahre, sage ich jetzt einfach mal so, weißt du. Sei es Ausbildung, sei es was weiß ich, was ich alles erlebt habe. Das habe ich versucht, alles zusammen irgendwie zu packen. Und das habe ich gar nicht am Anfang, wo ich mit der Idee kam, diese EP zu machen, gewusst. Das kam alles erst, wo ich dann so dachte,
ja, der Track passt jetzt, weißt du? Und das war alles dann so, boah, warum rede ich aber gerade über das und das? Das ist doch schon ewig vorbei. Also es war wirklich so ein Ding, was ich dann mal endlich wegschieben konnte von mir. Weißt du, was ich meine? Ja. Das waren halt einfach die ganzen, nicht nur die Sachen, die wo dann gerade in dem Moment passiert sind, sondern die Sachen, die wo sich aufgestaut haben in meinem Leben. Das habe ich versucht hinzuschreiben, das auf meine Art und Weise rauszufiltern quasi, weißt du, auf meine Art und Weise bin ich damit umgegangen und ich glaube, ich habe damit genau das Richtige gemacht, weil ich bin davon überzeugt, dass es ein hammergeiles Ding ist. Safe, und das ist auch das Wichtigste, ja. Ja, gut, Bro. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, zeigt die Kamera an, dass wir noch 4 Minuten zum Aufnehmen hätten. Oh scheiße, ist schon vorbei. Ja. Okay. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Also zu dem Album? Ja, ich voll glaube, gerne. Wir sind schon ein bisschen was durchgegangen, aber ja. Voll gerne, also wenn es um mir geht, wir können uns jetzt den ganzen Tag noch hersitzen. Safe, klar. Aber was ich hier dass wir zum Ende kommen, sagen können, natürlich auf jeden Fall, jeder, der es bis jetzt immer noch nicht gehört hat, unbedingt reinziehen. Safe. Lasst ein Like da, teilt es, verbreitet es. Wer eine CD haben will, kann sich gern bei mir melden und sich eine schnappen. Gibt es für einen Zehner bei mir. Es gibt limitierte Auflagen mit Autogramm drauf. Glaubt mir, das Teil ist mal 100 Euro wert oder bestimmt das Hundertfache davon. Genau. Gutes Mindset. Müsst ihr euch eine Scheibe abschlagen. Was? Gutes Mindset. Müsst ihr euch eine Scheibe abschlagen. Dankeschön. Aber nee, das sind die abschließenden Worte und ja. Auf jeden Fall streamen und weiter verfolgen, denn bald kommen noch viel mehr und viel krassere Sachen kommen auf euch zu, genau. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich denke, es waren gute abschließende Worte. Über das Album könnte man jetzt schon noch, glaube ich, denke ich, viel reden, aber es wird vieles gesagt. Die Leute, die Entstehung ein bisschen wissen wollten, wissen jetzt ein bisschen mehr, denke ich. Und ja. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach runter in die Kommentare. Jawohl. Na gut, dann beenden wir die Folge. Ne? Yes, sir. Alles klar. Was auch, ja. Haut's rein.